Hallo, Rui, wie geht es dir? Hallo, guten Abend. Hohe, ich bin der zweite Teil der Mantika und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam online sind und allen interessierten Zuhörern ein bisschen etwas über Tarot erzählen, über den wohlwollenden, positiven Teil. Und wenn es ganz gut läuft und alle zufrieden sind und wir vom Feedback unserer Anrufenden oder uns Schreibenden was Wohlwollendes hören, dann gibt es einen zweiten Teil mit der Schattenseite. Ganz genau. Wir langweilen uns tatsächlich nicht in den Corona-Zeiten. Wir haben ein Kind, das wir homeschoolen dürfen. Wir haben diverse Schreibprojekte, die gerade unterwegs sind. Unter anderem bearbeiten wir gerade unser Buch zu den Zigeuner-Wahrsagekarten neu, das, wenn wir Glück haben, in diesem Jahr noch erscheint. Aber was wir nicht tun können zurzeit, ist halt unsere Schulungen machen. Einmal im Monat machen wir ja unsere Tarotlegepraxis vor Ort, hier bei uns in-house. Und das geht jetzt leider gerade nicht. Daher dachten wir, solange das nicht möglich ist, machen wir einfach mal ein paar Live-Schaltungen hier auf unserer Mantika-Seite und machen einfach mal so Sachen, zu denen wir sonst nicht kommen, als heutiges Thema hatten wir uns vorgenommen, dass wir uns einfach mal ein paar Fragen vornehmen, die uns immer wieder gestellt werden, wenn wir Leuten das Kartenlegen beibringen. Und da wollten wir euch heute mal ein paar Antworten aus unserer Sicht geben. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, die so am meisten gestellt werden. Und ich lese die einfach mal vor. Und als erstes werde ich immer meinen klugen Mann fragen, was er denn über diese Frage denkt. Und dann werden wir mal sehen, ob ich seiner Meinung bin, was ich natürlich meistens bin, oder ob ich ihm widerspreche. Ja, die erste Frage, bevor wir überhaupt mal loslegen mit Kartenlegen an sich. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Tarotkarten und Orakelkarten? Ja, schon mal im Grundsatz, wenn man so ein Paket Karten in die Hand nimmt, der Unterschied ist in der Menge. Ja, Tarotkarten haben immer 78 Bilder. Immer 78 und die sind eigentlich immer, haben immer den gleichen Aufbau. Große Arkana, kleine Arkana, also großes und kleines Geheimnis und Hofkarten. Ob die dann auch immer so genannt werden oder ob sie dann Bezug nehmen auf den Hintergrund des Künstlers, der die Karten ausgestaltet hat, ist dann sekundär. Aber Tarotkarten haben immer 78 Bilder. Anders ist es bei den Orakelkarten. Hier ist es auch wieder den Künstler überlassen, wie viele Bilder er zeichnet, wie viele Bilder er produziert. Das können im Prinzip drei sein. Meistens sind es aber 36. Es gibt Orakelkarten mit 52 und wir haben auch schon Orakeldecks gesehen mit 80 und mehr Bildern. Aber dann sprechen wir immer von Orakelkarten. Ja. Ich finde es noch ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wann ich Tarotkarten einsetze und wann ich Orakelkarten einsetze. Orakelkarten bei uns hier in europäischen Gefilden, Lenormand-Karten, Kipper-Karten und natürlich unsere Zigeuner-Wahrsagekarten, unsere, weil wir damit am meisten arbeiten. Persönlich finde ich, dass so eine einfache Frage, die ja gerne mal gestellt wird, wie: Wann kommt der Brief vom Amt? Sich wahrscheinlich eher beantworten lässt mit Orakelkarten, weil man da viel auch auf das Äußere zurückgeworfen wird. Also man sieht äußere Einflüsse sehr, sehr stark. Während wenn ich jetzt mir diese Frage mit Tarotkarten versuchen wollen würde zu beantworten, dann würde ich eher eine Antwort darauf bekommen: Warum willst du denn unbedingt wissen, wann der Brief vom Amt kommt? Also bei Tarot werde ich eher auf mich selbst zurückgeworfen, kann dann darüber nachdenken, warum ich mir bestimmte Fragen stelle, während ich beim Orakeln eher tatsächlich vom Außen Antworten bekomme. Wobei das natürlich jetzt auch nicht mehr so stimmt. Heutzutage kann man auch in all dem, was mit Orakelforschung passiert ist, sehr tiefgreifend mit Orakelkarten antworten. Aber Tarotkarten geben dieses von außen aus meiner Sicht nicht so her. Deswegen, wenn ich wichtige
Informationen über äußere Umstände haben möchte, dann lasse ich mir viel lieber von meinem Mann die Zigeunerkarten legen. Zigeuner, immer in Anführungsstrichen, als dass ich die Tarotkarten gelegt bekomme. Oder wie siehst du das? Ja, und wir haben noch einen großen Vorteil, du hast es schon kurz angerissen, mit den Orakelkarten, mit der kleineren Anzahl aus Bildern, können wir die berühmte große Auslegung produzieren, mischen und dann auch legen. Und so haben wir je nach Technik, je nach Fähigkeiten des Kartenlegers, des Profis, der dann dort steht, hat man dann die Möglichkeit, sehr wirksame Auskünfte zu bekommen, die einem die Karten erzählen und die einen dann auch mitgeben, schau mal, das erwartet dich in der nächsten Zeit. Und das ist bei Tarotkarten sehr, sehr viel schwieriger. Ja, ich finde, das reicht jetzt schon mal so als kleiner Einstieg. Die zweite Frage, die uns sehr, sehr oft gestellt wird, ist, braucht man eigentlich ein spirituelles Talent zum Kartenlegen? Was ist da deine Ansicht? Ich würde es mal ein bisschen flapsig beantworten. Es hilft stark, aber man braucht es nicht. Denn ich würde mich nicht als spirituell bezeichnen. Vielleicht bin ich es, vielleicht habe ich da einen anderen Blick darauf. Aber ich denke mir, wenn man sich entscheidet, sich auf die Karten einzulassen, dann hat man schon eine Form des Spirits, wenn man so will, bereits angerissen oder andersrum, man hat sich bereits auf den Weg des Spirituellen begeben. Wie weit man dann geht, ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ich denke, ob man ein Talent dafür benötigt, ich glaube, wenn man sich auf dieses Thema einlässt, Karten legen, dann stellt sich die Frage gar nicht, ob man ein Talent braucht, denn dann hat man das schon. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde überhaupt nicht, dass man besonders an die Karten glauben muss oder dass man die siebte Tochter einer siebten Tochter sein muss oder sonst etwas, um Karten legen zu können. Ich glaube, dass jeder Mensch sehr gut Karten legen kann. Es ist halt genauso wie bei allen anderen Disziplinen, man muss es üben. Es fällt nicht vom Himmel, man muss sich auf Bilder einlassen, man muss seiner Intuition, seinem Bauchgefühl folgen und das dem auch freien Lauf lassen. Als ich angefangen habe mit Kartenlegen, ist mir das extrem schwer gefallen. Deswegen habe ich mit den Crowley-Karten begonnen, wo Worte drauf standen. Ich konnte mich wesentlich besser auf Worte einlassen als auf Bilder. Inzwischen, nach vielen, vielen Jahren, ist das natürlich anders geworden, aber es geht einfach darum zu sagen, okay, ich habe hier ein Kartendeck, da sind Bilder drauf. Ich schaue jetzt mal, was so ein einzelnes Bild für mich macht. Was passiert, wenn ich, was weiß ich, hier, ich habe jetzt gerade mal hier eine Karte gezogen, wenn ich die Liebenden habe. Ne? Was geht da in mir vor? Und mehr brauche ich eigentlich nicht dazu, oder? Ja, und am Anfang ist es wie bei allem so, 90% transpirieren, 10% spirituell. Also es ist immer üben, 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 üben. Es ist wie beim Fahrradfahren. Wenn ich nicht beginne, wenn ich nicht aufs Rad steige, dann werde ich mich auch nicht fortbewegen können. Genauso ist es mit den Tarotkarten. Wenn ich mich nicht dem einlasse und mich immer wieder auf einen neuen Weg, auf eine neue Reise begebe, dann wird es einfach nichts werden. Das ist eben ein regelmäßiger, wenn am besten ein täglicher Prozess, mit dem man sich einlassen sollte, wo man auf die Karten zugehen sollte. Ich behandle sie wie gute Freunde und so behandeln sie mich auch. Ja, dann sehen wir das ja ziemlich gleich. Wie schön. die dritte Frage, die immer sehr oft gestellt wird, ist, darf ich mir selbst die Karten legen? Was denkst du darüber? Also wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht so viel von Verboten halte. Ja, also das darf man gar nicht tun. Ist so für mich ein Nonsens in dieser Art. Und ich würde dahin gehen, dass ich mir sage, bin ich denn im Moment in der Lage, die Karten so zu interpretieren, wie sie zu mir sprechen? Oder habe ich den Wunsch, ein Ergebnis zu bekommen?
Und oft ist es so, wenn ich selbst in einer Ausnahmesituation bin und ich dann eine Handlungsanweisung von den Karten mir wünsche, dann bekomme ich vielleicht die Handlungsanweisung, die, von denen ich denke, dass es im Moment die beste ist. Das muss aber nicht zutreffen. Und darum empfehle ich da vielleicht den Blick einer außenstehenden Person, die vielleicht in dieser Frage weniger involviert ist, weniger darauf an und spricht, dass sie jetzt emotional handelt und mir da eher eine ausgewogene und klare Antwort geben kann und auch so die Karten interpretiert. Mhm. Ja, also ich finde, die Frage, darf man sich Karten legen? Ich halte auch nichts von verboten. Was ich umformulieren würde, wäre vielleicht, kann man sich selbst die Karten legen? Und klar, wenn wir jetzt das unterrichten, dann legen wir uns ja auch immer alle selbst die Karten, damit die Leute das lernen. Aber ich habe festgestellt, dass ich inzwischen an einem Punkt bin, wo ich einfach mir selbst nicht mehr die Karten legen kann. Vielleicht habe ich das auch wirklich noch nie gekonnt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin immer sehr, sehr stark in mir drin und ich kann, glaube ich, ganz schlecht objektiv sein. Deswegen, wenn ich wirklich wichtige Fragen habe, würde ich die nie mir selbst beantworten. Ich nutze da manchmal meinen Mann, aber auch bei meinem Mann geht das nur so weit, weil wir halt sehr dicht zusammen sind. Auch er ist dann beeinflusst von mir. Und wenn wichtige Fragen sind, würde ich tatsächlich immer zu jemandem gehen, dem ich vertraue und der oder die mir dann eine ehrliche Antwort gibt. Vielleicht müsste man die Frage richtiger formulieren, will ich mir selbst die Karten legen? Ja, auch das. Ja, will ich das wirklich tun? Weil vielleicht realisiere ich dann auch, dass die Antwort der Karten gerade in dem Moment die ist, die ich am wenigsten hören möchte, weil ich ja in dieser Situation drinnen bin und da nicht so glücklich bin oder mir was anderes erhoffe oder wünsche. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, was habe ich noch für eine Frage auf Lage? Wo wir gerade beim Was-darf-ich-Karten-legen sind. Wie oft darf man sich zu einem Thema die Karten legen oder legen lassen? Was meinst du? Ich würde ein bisschen im Erfahrungsschatz kramen. Und wenn ich halt jeden Tag fünfmal zum gleichen Thema mir die Karten lege oder legen lasse, dann werden irgendwann mir die Karten den berühmten Stinkefinger zeigen und sagen, so, jetzt ist mal genug, jetzt geh mal die Schritte, die wir dir empfohlen haben und schau, was dann ist, bevor du immer wieder, weil du zu feige bist, nicht weitergehen möchtest, sondern da lieber die Handlungsanweisung bekommen möchtest, von der du selbst denkst, es wäre die beste. Ich würde empfehlen, sich mindestens 10 bis 14 Tage Zeit zu geben, statt regelmäßig jeden Tag, jetzt überspitzt gesagt, 365 Mal im Jahr über die gleiche Frage die Karten zu legen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mal, wo wir die Karten mit derselben Frage, mit denen wir arbeiten, kann es uns passieren, dass wir ja uns schon selbst weiterentwickelt haben. Und darum empfiehlt es sich, sich Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Mal zu geben. Schon auch, um selbst zu erfahren, hey, wie fühlt sich denn das an, die Handlungsanweisung, den Tipp, den Trick, die Möglichkeit der Karten anzunehmen. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde, man soll jetzt nicht unbedingt einen zeitlichen Abstand sich setzen, wie genau das sein soll. Aber ich würde es immer gut finden, wenn sich die Leute erst dann wieder die Karten zu einem bestimmten Thema legen, wenn etwas sich verändert hat in der Situation, also wenn etwas eingetroffen ist von dem, was die Karten auch prognostiziert haben. Wenn ich immer wieder dasselbe lege, dann, ich sehe die Karten schon als eine Art Haustiere, zu denen man gut sein muss, dann werden die irgendwann gnabbelig und geben einem gar keine Antwort mehr. Und ich finde, Karten haben einen guten Humor. Die können einen dann wirklich den Spiegel vor die Nase halten. Und dann überlegt man sich das nochmal, ob man wirklich immer wieder dieselbe Frage stellen sollte. Das heißt aber nicht,
Manche Leute fragen dann, ja, darf ich in einem halben Jahr wiederkommen zum Kartenlegen? Das heißt nicht, dass ich ein halbes Jahr mir nur immer die Karten rauskramen darf. Es gibt natürlich viele andere Themen, zu denen ich mir dann auch die Karten legen lassen kann, mal zwischendurch oder mir selbst die Karten lege. Aber zu einem Thema wirklich ein bisschen Abstand dazu nehmen, nicht ständig manisch legen, wann ruft er an, ja, ganz schlecht, sondern eine Veränderung merken und dann kann man wieder zu den Karten greifen. Ja, das sehe ich wie du, Kirsten. Sehr schön. Ach, wir sind halt ein Herz und eine Seele. Ja, ich habe nur noch eine Frage für heute. Wir wollten heute ja erstmal so ein bisschen uns warm laufen und ja auch mal schauen, wie sich das für uns anfühlt, so live zu gehen, wie es sich für euch anfühlt, wer immer da draußen gerade ist. Und die letzte Frage, die ich habe, geht eigentlich schon in diese Richtung, die wir auch eben schon angesprochen haben. Ganz, ganz viele Menschen, die zu uns kommen, die wollen immer was über Zeit wissen. Wann passiert es? Ne? Wie lange dauert es noch bis? Wie meinst du, geben das die Karten her? Ja. Ja. Und ich denke, die Karten geben es viel härter, viel brutaler her, als wir es der Fragende in seinem momentanen Ausnahmezustand miterlebt. Denn die Karten geben uns ja Handlungsanweisungen. Und je schneller ich aktiv werde, umso schneller beginnt der Prozess. Und je schneller ich handle, umso besser und umso quantitativ und auch qualitativ besser komme ich durch diese Situation. Also ich denke, den Handlungsanweisungen, den Karten zu folgen, mag vielleicht im ersten Moment hart, schwer oder fast unannehmbar sein. Aber wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir es uns erlauben, wenn wir sagen, okay, dann mache ich das halt mal so. Auch wenn es mir schwerfällt, zum Beispiel auf Hinweis der Karten die Füße stillzuhalten. Aber wenn ich mich darauf einlasse, dann kann es mir passieren, dass die Situation schneller sich bereinigt, als ich es mir am Beginn der Legung vorstellen konnte. Ja, also es geht auch in die Richtung, wie ich es eben gerade gesagt habe, erst wenn dann, ne? Wenn dann passiert was. Eine Sache, die ich vom Tarot her immer noch empfehle, ist, dass man halt eine konkrete Zeitangabe in die Frage legt, die man stellt, ne? Also was passiert innerhalb der nächsten 6 Monate, 6 Wochen, 6 Tage? Es ist ja immer so, dass je präziser du die Fragen stellst, umso präziser die Antworten kommen. Ganz genau. Das wäre dann die nächste Session, die wir machen könnten, die Kunst der richtigen Fragestellung. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht machen wir das bald nächstes Mal. Worauf wollte ich gerade noch hinaus? Genau, also entweder lege ich es in die Frage oder es ist ein Wenn-Dann. Aber dann habe ich von dir gelernt, du kennst dich ja mit den Orakelkarten viel besser aus als ich, da gibt es Techniken, um doch ziemlich präzise auch zeitliche Angaben zu machen, oder? Ja, aber das ist dann nicht nur an die Frage gekoppelt, sondern das liegt dann auch am Legesystem. Mhm. Okay. Und das ist natürlich etwas, was wir für unsere authentische, echte Legepraxis uns vorbehalten. Oder vielleicht in einem unserer Bücher auftauchen wird. Ja, für heute sind wir eigentlich erstmal durch mit unserem Stoff. Ich finde es eine schöne Erfahrung. Es gibt sicher noch einiges an der Technik zu feilen und wir sind dabei, das zu tun. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, wenn euch das interessiert, dass ihr hier öfter mal vorbeischaut auf Facebook und schaut, wann wir wieder live gehen. Ansonsten schaut auf unsere Homepage www.dimantica.de oder auf den Blog von uns www.tarotwissen.de, wo wir auch viele Artikel über Kartenlegen, Kartenschulung schreiben. Und ja, also für mich ist es eine schöne Erfahrung, mal in dieser Art und Weise mit meinem Mann zu kommunizieren. Wie geht es dir damit? Mir geht es wunderbar. Ich fühle mich wohl. Ich hätte so am Ende unserer Sendung, unserer Ausstrahlung, ich sag's mal so, unsere Ausstrahlung, habe ich eine Frage. Ich beginne einen Satz für dich, Kirsten, und ich bitte dich, den Satz zu beenden. Und der lautet so: Am Ende unserer
tollen Mantika-Ausgabe fühle ich mich? Hungrig. Ja, danke schön. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Für mich ist es das ja Premiere, dass ich, ich nenne es mal Home-TV mache. Und ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie Kirsten und mir. Ich hoffe, es hat Sie hungrig gemacht auf folgende Sendungen, folgende Ausstrahlungen. Und freuen Sie sich mit uns. Wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unsere Newsletter unter www.dimantica.de. Dimantica in einem Wort. Und ich würde mich freuen auf Ihr Feedback. Da müssen wir sehen, wie wir das jetzt hier beenden. Das ja, indem du es ausschaltest. Einen schönen Abend. Ja, auch nochmal einen schönen Abend von mir und habt eine gute Zeit, auch wenn es gerade alles ziemlich anstrengend ist.